Früher hatte man kleine Handmilchzentrifugen, so wie hier das Modell. Man kann aus Milch Alkohol herstellen. Rohmilch besteht ja aus Magermilch und warm und natürlich noch Eiweiß. Und das muss man erstmal trennen. Ist schon ziemlich cool. Heute hilft natürlich ein Motor da dran. Ich bin Milchtechnologin. Bis heute würde ich sagen, gefällt mir richtig gut. Wir erzeugen die Milch nicht, wir verarbeiten sie. Die Kühe, die haben in der Molkerei nichts verloren. Unser Job ist es, den Rohstoff Milch, den der Landwirt an uns liefert, zu verarbeiten. Die Milch muss erstmal thermisch erhitzt werden, sogenannte Pasteurisierung. Man muss Proben holen von den ganzen einzelnen Produkten. Die Kontrolle auf Dichtigkeit der Leitungen. War vielleicht früher mal, ne? Früher musste man Milchkannen schleppen, große Käse wenden. Ist heutzutage nicht mehr so. Hier wird die ganze Anlage bedient. Bei uns läuft alles automatisch. Man sitzt nicht nur am PC, man ist nicht nur in der Produktion am Rumrennen. Das ist halt ein guter Mix. Das ist schon ganz schön viel Technik. Ich denke mal, das ist aber heutzutage eigentlich normal. Hier habe ich mit so vielen Produkten zu tun, die auf so viele verschiedene Arten hergestellt werden. Einfacher Konsummilch. Oder auch Butter. Joghurt. Käse zum Beispiel. Einen schönen Rotschmierekäse oder einen Schimmelkäse. Molkeneiweiß ist gut für Sportler. Laktose ist gut für die Medizin. Aus Milch lassen sich ja viele Produkte herstellen und unter anderem auch Nahrungsergänzungsmittel für Sportler. Nee, das löffelt man nicht rein, das mixt man mit Milch. Cheers. Milch wird nicht nur in Deutschland getrunken, aber alle sind scharf auf deutsche Milchprodukte. Im Endeffekt werden die Produkte weltweit exportiert. Dafür sorgen wir als Milchtechnologen eben, dass die Milch auf dem Weg nicht schlecht wird. Und die Milch ist jeden Tag anders in der Zusammensetzung, ob sie eine Sommermilch haben oder im Winter. Und das ist das Entscheidende, weil sie selber Hand anlegen und sie müssen sich damit auskennen mit dem gesamten Ablauf. Es gibt durchaus auch schwere Arbeiten, aber im Großen und Ganzen, ob nun Männlein oder halt Mädchen oder Junge oder Frau oder Mann, ist eigentlich egal. Teamfähigkeit ist super wichtig. Das meiste ist auch eigentlich nur im Team zu schaffen. Interesse für Technik, ein bisschen auch Naturwissenschaft, mikrobiologische Vorgänge, Chemie. Man sollte auch gut in Mathematik sein, rechnen, damit der Rohstoffeinsatz auch hinterher entsprechend passt. Und dann natürlich ein Faible für Lebensmittel herzustellen. Das ist ein fertig abgefüllter Joghurt. Bedeutet, aha, keine Luft kann raus. Und man macht die Aufpreisprobe. So, das zum Beispiel ist jetzt ein sehr gutes Beispiel. Die Platine ist komplett runtergegangen. So wie hier sollte es jetzt nicht sein, sollte nicht einreißen. Jetzt läuft der Joghurt drauf. Ist auch nirgendwo zu fest, man kann es einwandfrei abziehen. Das machen ja auch kleine Kinder auch, ne? Nicht, dass dann haben wir das Ding sonst wo. Solange wie es Kühe gibt, gibt es auch unseren Beruf. Und solange wie Sie Milch trinken, ist der Job krisensicher. Wir brauchen auf jeden Fall, nicht nur jetzt, sondern auch in den nächsten Jahren, dann die dementsprechenden Fachkräfte. Denn diese sind diejenigen, die auch diese Anlagen bedienen können. Außerdem zahlt sich das aus, eine Ausbildung. Zwischen Daumen und Zeigefinger. Also danach will ich doch gerne dann hier in dem Beruf weiterarbeiten. Man könnte dann zum Beispiel auch den Meister oder Techniker noch machen. Sobald Sie Ingenieur haben, können Sie auch die Anlagen planen. Es ist geplant, ein duales Studium über meinen Arbeitgeber zu machen. Ich mag es eigentlich gerne, selber Verantwortung zu übernehmen. Man hat Auszubildende meist, die jetzt zu einem Studium gehen, wo man weiß, sie kommen in 2, 3, 4 Jahren wahrscheinlich zurück. Und es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die in 5 Jahren mein Chef sind. Man ist dann ein Allrounder in der Molkerei. Also ich trinke eigentlich sehr häufig Milch. Erst wird verkostet und dann wird ausgeliefert bei uns. Kann schon mal sein, dass man 8 Joghurts am Tag isst. Ja, man muss schon ein bisschen drauf achten. Ja? Da muss das Mittag mal ausfallen, weil es sonst auf die Hüfte geht.